Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal Lerne Deutsch mit Melanie. Oder herzlich willkommen, wenn das erste Video ist, das du hier auf meinem Kanal anschaust. Heute möchte ich mit euch über die Integrationsprüfung auf dem Niveau A2 des österreichischen Integrationsfonds sprechen. Die A1-Prüfung haben viele schon in ihrer Heimat abgelegt. A1 trägt den Beinamen Fit für Österreich. Wenn man dann nach Österreich kommt, ist die A2-Integrationsprüfung die erste Prüfung, die man hier ablegen sollte. Mit der A2-Integrationsprüfung bekommt man eine Visumsverlängerung für 3 Jahre. Mit der B1-Integrationsprüfung wird das Visum für 5 Jahre verlängert. Die Visumsverlängerungen betreffen natürlich nur Nicht-EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Schauen wir uns diese Prüfung genauer an. Insgesamt hat diese Prüfung 5 Kategorien. Wie ihr hier seht, wir haben das Lesen, wir haben das Hören, das Schreiben und auch das Sprechen. Die 5. Kategorie sind Werte- und Orientierungsfragen, Integrationsfragen zu Österreich. Ich möchte jetzt nicht auf jede Kategorie genauer eingehen, vielmehr möchte ich heute mit euch die Kategorie Schreiben besprechen. Ihr seht hier kurz, das Lesen besteht aus 4 Teilen. Für diese 4 Teile hat man 40 Minuten Zeit. Zu jedem Teil gibt es verschiedene Aufgaben. Man muss entscheiden, welche Lösung A, B oder C richtig ist, die richtige Antwort dann am Antwortbogen ankreuzen. Auch die Kategorie Hören seht ihr hier. Das Hören dauert ca. 12 Minuten. Auch das Hören besteht aus 4 Teilen. Teil 1 und Teil 2 hört ihr 2-mal, Teil 3 und Teil 4 nur 1-mal. Da gibt es keine Wiederholung. Auch für diesen Teil der Prüfung gibt es einen Antwortbogen. Auf diesem Antwortbogen sollt ihr die richtige Antwort ankreuzen. Sehr gerne erkläre ich euch auch die Kategorie Lesen oder die Kategorie Sprechen mit einem Video. Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr das wollt. Heute beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit der Kategorie Schreiben. Beim Schreiben gibt es oft große Probleme, hier passieren auch viele Fehler. Deshalb möchte ich mit euch diese Kategorie genauer ansehen. Die letzte Kategorie hier auf diesem Blatt ist die Kategorie Sprechen. Das Sprechen besteht auch wieder aus mehreren Teilen. Zuerst stellt man sich vor, dann bekommt man ein Foto. Besser gesagt, man bekommt 3 Fotos. Ein Foto kann man auswählen. Über dieses Foto spricht man dann bis zum Ende der Prüfung. Ein weiterer Teil dieser A2-Integrationsprüfung sind die Werte- und Orientierungsfragen. Das sind Fragen zu Österreich. Hier gibt es einen Fragenkatalog, den ihr auch online auf der Seite www.sprachportal.at herunterladen könnt. Hier findet ihr viele Fragen zu Österreich. Wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt auf die Kategorie Schreiben. Bei dieser Kategorie habt ihr 2 Themen zur Auswahl. Ihr sollt einen Brief oder ein E-Mail schreiben. Ihr findet dafür 2 unterschiedliche Themen in der Prüfungsmappe. Thema 1 oder Thema 2. Wichtig ist, dass ihr nicht beide E-Mails schreibt, sondern euch für ein E-Mail entscheidet. Stellt euch einfach die Frage, bei welchem Thema kenne ich mehr Vokabeln, bei welchem Thema kann ich mehr schreiben? Ihr müsst das nicht sofort entscheiden. Ich rate euch, beide Themen genau durchzulesen, bei welchem Thema habe ich ein besseres Gefühl und dann entscheidet ihr. Für das E-Mail oder für den Brief habt ihr 1 Seite Platz. Ich habe euch diese Seite hier eingeblendet. Ihr seht, am rechten Rand ist eine kleine Spalte. In diese Spalte bitte nichts schreiben. Das ist für die Korrektur. Ganz generell gesprochen sollte natürlich beim E-Mail klar erkennbar sein, welches Wort groß und welches Wort klein geschrieben ist. Ihr wisst, die Nomen schreibt man groß, Namen schreibt man groß. Ein Verb, ein Adjektiv, in der Regel klein. Es sollte bei eurer Handschrift erkennbar sein, welcher Buchstabe ist groß und welcher Buchstabe ist klein. Den Brief oder auch das E-Mail beginnt ihr immer mit einer Anrede. Dafür müsst ihr in der Angabe gut kontrollieren, an wen dieser Brief gerichtet ist. An wen schreibe ich diesen Brief?
Ist hier ein Name oder ist hier kein Name? Ist das ein Mann oder ist das eine Frau? Wir beginnen mit der Anrede, sehr geehrte Damen und Herren. Diese Anrede verwende ich, wenn kein Name ist, wenn ich nicht weiß, an wen ich diesen Brief schreibe. Nummer 2, sehr geehrte Frau XY. Das heißt, in der Angabe sehe ich einen Namen, einen weiblichen Namen. Ich weiß, das ist eine Frau. Dann schreibe ich sehr geehrte Frau und verwende den Familiennamen. Sehe ich einen männlichen Namen, schreibe ich meinen Brief an einen Mann, verwende ich die maskuline Form sehr geehrter Herr XY. Auch hier bitte wieder den Familiennamen. Geehrter maskulin, geehrte feminin. Handelt es sich bei der Aufgabe um einen informellen Brief, dann verwende ich natürlich die Anrede mit du. Die feminine Form wieder mit dem E, liebe Maria, das ist ein Vorname. Maskulin, lieber Anton, Anton ein Mann, ein Vorname, lieber mit dem R am Ende. Im Plural, liebe Freunde. Nach der Anrede kommen wir zum Inhalt. Hier habt ihr drei Punkte vorgegeben, drei Inhaltspunkte. Zu jedem Punkt sollt ihr so viel wie möglich schreiben und auch zeigen, welche Grammatik ihr auf dem Niveau A2 schon gelernt habt. Diese Punkte sind chronologisch zu behandeln. Ich habe hier auch ein Beispiel eingeblendet. Mein Name ist XY, ich habe einen Termin bei Ihnen und kann leider nicht kommen. Ich schreibe Ihnen, weil ich den Termin am 28.05.2023 um 9 Uhr absagen muss. Ihr seht, hier haben wir einfache Sätze kombiniert mit einem und. Wir haben auch Nebensätze eingebaut, einen Nebensatz mit weil. Und am Ende finden wir absagen, das Verb im Infinitiv und das Modalverb am Ende der Phrase. Zum Thema Hauptsatz und Nebensatz habe ich schon einmal ein Video gedreht. Gerne könnt ihr es in der Playlist A2 nachsehen. In diesem Video spreche ich über den Nebensatz mit weil, da und denn. Diese Nebensätze sind wichtig, damit ihr bei der Kategorie Schreiben genug Punkte sammelt. Ihr sollt in diesem kurzen E-Mail zeigen, welche Grammatik ihr schon gelernt habt. Und die Kombination einfacher Hauptsätze mit einer Konjunktion wie weil oder aber gehört auf diesem Niveau einfach dazu. Was ist wichtig bei der Kategorie Schreiben? Punkt 1, die Vollständigkeit der Inhalte. Alle drei Punkte sollt ihr behandeln und eigenständig beschreiben. Eine wichtige Rolle spielt auch die kommunikative Realisierung. Das heißt, gibt es eine Anrede, gibt es am Ende des Textes eine Grußformel. Die einzelnen Sätze sind mit und, oder, aber, weil verbunden. Der Text ist logisch aufgebaut und es sollte keine Missverständnisse geben. Weitere wichtige Punkte bei der Beurteilung eurer Texte sind Wortschatz und Lesbarkeit. Ist die Wortwahl angemessen? Das heißt, verwendet ihr die passenden Vokabel? Ist die Rechtschreibung korrekt? Und ist die Schrift gut lesbar? Natürlich ist in eurem Text auch die Grammatik wichtig. Wie ist die Satzstellung? Wo steht das Verb? Werden verschiedene Tempora verwendet? Präsens, Perfekt, eventuell sogar schon Präteritum? Wie ist die Interpunktion? Ich habe schon angesprochen, am Ende des Textes brauchen wir eine schöne Grußformel. Die Grußformel kann wie auch die Anrede formell oder informell sein. Eine formelle Grußformel ist mit freundlichen Grüßen oder aber auch mit besten Grüßen. Mit der Präposition mit haben wir den Dativ im Plural, das heißt, wir brauchen hier unbedingt das N mit freundlichen Grüßen, mit besten Grüßen.
Ich kann diese Grußformel auch ohne mit verwenden. Dann heißt es ganz einfach freundliche Grüße oder beste Grüße. Im informellen Kontext verwende ich liebe Grüße oder auch herzliche Grüße. Auf der Internetseite www.sprachportal.at findet ihr 3 Übungstests und auch einen Modelltest für die Niveaustufe A2. Es sind auch die anderen Niveaustufen dort zu finden. Hier könnt ihr online die Tests machen oder ihr findet auch die Beispieltests als Download. Wenn ihr bei der Kategorie Schreiben genügend Punkte sammeln wollt, müsst ihr zeigen, welche Grammatik ihr auf dieser Niveaustufe schon gelernt habt. Wichtig ist, dass ihr Präsens und Perfekt korrekt verwenden könnt. Gerne könnt ihr bei meinen Videos nachschauen. Ich habe sowohl das Präsens als auch das Perfekt in meinen Videos schon erklärt. Natürlich bringt auch die Verwendung von Modalverben Punkte. Auch dazu kann ich euch mein Video Die Modalverben empfehlen. Natürlich bringt es auch Punkte, wenn man trennbare Verben richtig einsetzen kann. Auch dazu mein Video Das trennbare Verb. Hier seht ihr, wie man diese Verben korrekt verwendet. Natürlich spielt auch die Struktur des E-Mails eine bedeutende Rolle. Das heißt, ihr beginnt immer mit der korrekten Anrede und am Ende verabschiedet ihr euch mit der korrekten Grußformel. So könnt ihr die Kategorie Schreiben bestimmt bestehen. Wenn ihr wollt, dass ich auch die anderen Kategorien der A2-Integrationsprüfung ausführlicher erkläre, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Ciao, bis zum nächsten Mal!